Oh, das erste Bier. Oh, wir bräuchten Möbel. Nö, brauchen wir nicht. Die sollen auf ihren alten maroden Möbeln schlafen, bis wir aufbrechen. Ich bin nett, nicht wahr? Also eigentlich fehlt nur noch ein bisschen Bier. Nahrung haben wir mehr als genug. 4 Bier fehlen. So, die Straße. Okay, da oben fehlt noch ein Stück, aber da ist die Straße auch fertig. Geschirr haben wir noch ein bisschen. Hm, Schuhe. Ja, du. Schuster uns mal wieder was. Wetten wir, er wird das Leder vor die Tür schmeißen, obwohl er es schon reingetragen hat gleich. Ja. Ja, hier ist die Straße auch noch nicht ganz fertig. Oh, sieht man sogar sehr gut. So, jetzt bringst du abwechselnd Nahrung und Bier rein. Hm? Fünfzehn fehlen noch, also 3 Fuhren. Gut, die Straße zum Jäger scheint fertig zu sein. Also die Straße zum Bierbauer fertig gemacht. Auch wenn wir es gar nicht mehr bräuchten. So, 2 Fuhren noch und wir sind fertig. Der ist auch fast fertig mit seinen Straßen. Eine Fuhre noch. Nahrung und Bier ist dafür genug eingelagert. War klar, dass er von der Seite anfängt. Mission erfüllt. Die Vorräte waren nun verladen und wir konnten unsere Reise beginnen. Die Winde waren uns wohlgesonnen und so dauerte es nicht lange, bis wir die Ufer jener Welt erspähten, in der wir bereits so viele Abenteuer erlebt hatten. Ja.
Mission erfüllt. Jetzt sind wir mal noch so sozial und warten kurz, bis Ansgar seine Straße fertig hat. Sonst ist der arme Typ traurig, dass er seine Straße nicht fertig bauen durfte. Ist ja zum Glück nur noch das eine Fitzelchen hier. So. Gut, das heißt, wir können die Mission beenden. Zurück zum Hauptmenü. Ja, und wir wurden wieder auf die ins Hauptmenü geworfen, direkt, nicht in die Kampagnenkarte. Gut, der Aufbruch ist hinter uns. Wir sind bei der Auftrag. Der Auftrag, Vinland. Endlich erreichten wir das uns bekannte Ufer. Nach einer langen stürmischen Überfahrt tauchte am Horizont die grüne Küste Vinlands aus den Fluten des Ozeans auf. Mein Herz war erfüllt von gemischten Gefühlen. Fast hatte ich gehofft, es nie mehr betreten zu müssen. Doch es gibt wenig, was einem Wikinger heiliger ist, als die Ehrenschuld gegenüber Freunden und Verbündeten. So setzte ich erneut meinen Fuß auf das weite Land im Westen, wo unsere Freunde die Gelbmesser lebten, mit denen wir so viele Gefahren und Abenteuer bestanden hatten. Wir mussten uns zunächst ein Lager aufbauen, von dem aus wir die Suche nach unseren roten Brüdern starten konnten, die uns so dringlich um Hilfe gebeten hatten. Ja, Missionsziele. Finde den Stamm der Gelbmesser. Okay, jetzt wie immer. So, jetzt kann ich wieder normal sprechen. Gut. Wir haben jetzt Torval, unseren Meisterholzfäller, und Sören, unseren Schwertkämpfer. Der Rest ist alles Zivilisten. Also gut, da wir Sören haben, brauchen wir keinen Kundschafter. Das heißt, wir machen jetzt alle erstmal zu Bauarbeitern. Also alle Zivilisten. Gut. Und... dann geht's mal los. Mit einem Lehmarbeiterzelt hier oben. Und einem Holzfällerzelt hier. Und ein Jägerzelt. Ja. Er sollte ja auch genügend Sichtweite haben. So, ein Fischerzelt hier drüben noch. Diese Mission hier habe ich noch nie durchgespielt. Ich habe sie mal angefangen, deswegen weiß ich noch so grob ein paar Sachen. So, dem Arbeiterzelt ist fertig. Du kannst dann gleich schon mal dein Holzfällerzelt einziehen und da arbeiten. Hier in dem Bereich können wir, soweit ich weiß, keinen Weizen anbauen. Das heißt, wir sollten
wahrscheinlich unsere Hauptnahrungsversorgung dann hier drüben hinsetzen. So, Holzfäller-Zelt ist auch fertig. Und ja, irgendwann später bräuchten wir einen Kundschafter. So, Jägerzelt ist fertig. Und wir haben Bauarbeiter erfunden. An der Küste, nicht weit von unserem Anlegeplatz entfernt, fanden wir ein kleines Indianerdorf. Leider waren sie nicht sehr gut auf uns zu sprechen. Wir kennen euch nicht, doch lassen wir euch in Ruhe euer Lager aufschlagen. Wenn ihr uns in Frieden lasst, werden wir euch nichts tun. Ja. Blaubeeren. So, wenn das Gebäude fertig ist, oh ja, dann können wir gleich schon mal den Bauernhof hier in Auftrag geben. Ich hoffe mal, dass da die Mühle daneben passen wird. Dann können wir hier drüben, hier unten irgendwo unsere Bäckerei errichten. Ja, die dürfte hier locker hinpassen. So, Fischerzelt ist fertig. Das heißt, sobald unser Bauernhof fertig ist, geht's ans Leute zu weisen. Also im Augenblick haben wir 7 Bauarbeiter. Bjarni wird Farmer. Wie viel brauche ich denn? 1, 2, 3, 4. Also bleiben nachher noch 3 Bauarbeiter übrig. Das heißt, einer könnte eigentlich gleich mit Bjarni Farmer werden, dass wir 2 Farmer haben, dass es schneller geht. Also ja, und Pilze haben wir hier oben definitiv auch genug. So, Bauernhof ist fertig. Wir haben da versucht, nach Wasser zu graben, aber wirklich nach Wasser sieht das nicht aus. Sieht eher aus, als ob da Schlacke rausgekommen wäre. Okay. Bjarni, du bist eh noch kein vollwertiger Bauarbeiter. Also wirst du jetzt Farmer. So. Gabelbart, du wirst unser Lehmsammler. Stroller wird unser Jäger. Sturla, nicht Stroller. Ei und Hafgrim lasse ich als Bauarbeiter, das heißt Herr Jolf wird unser Fischer fürs Erste.